Man denkt ja immer, diese Villager leben in schlichten Häusern und haben keine Technologie oder sowas. Aber in Wirklichkeit haben die fetteste Technik hier am Start. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute will ich euch mal ein paar 3D-Modelle zeigen, die ich hier in Minecraft ein bisschen modelliert habe, was ich da ein bisschen erschaffen habe und so weiter. Und genau, dann geht es gleich mal weiter mit dem ersten Modell. Das erste, ihr habt schon gesehen, eine richtig fette Plasmaglotze, Flachbildglotze, wurde ja gesagt. Und ja, genau, das ist einfach ein Bildschirm, wie man hier sehen kann, ein Fernseher. Und innen drin eben die Textur von dem Kohleblock, also dass es eben schwarz ist. Und das Ganze gibt es auch nochmal in anders, und zwar mit einem Rauschbild. Dieses Bild, was sich eben dreht oder was halt animiert ist, kann man auch noch ändern. Da müsst ihr allerdings in den Dateien ein bisschen rumsuchen und das Zeug ersetzen. Also das kann man nicht hier in Ingame machen oder was auch immer, sondern wir müssen halt in die Dateien rein. So, als nächstes haben wir diesen Wecker hier. Die Wecker, das finde ich richtig krass. Also es hat hier so ein rundes Etwas hier in einer Birkenholz Fassade oder was auch immer wie ich das nennen soll. Das ist auf jeden Fall so ein Wecker, was eigentlich ein Kürbis ist, deswegen kann man es in alle Richtungen platzieren. So, so, so und so und so weiter. Man könnte jetzt hier noch einen Knopf drauf machen und den drücken. Das sieht jetzt noch ein bisschen cooler aus als Wecker, finde ich. Und man sieht ja schon, die Textur in der Mitte ist animiert. Also diese Uhrzeit hat wirklich einen animierten, also es hat ein animiertes Bild. Das nächste ist die Ampel. Ja, die Ampel ist eigentlich nur ein Ofen. Und ja, warum ein Ofen? Weil man es eben dann auch wieder in alle Richtungen platzieren kann. Und ja, man sieht ja schon, wenn ich reingehe, ist es wirklich ein Ofen. Also man kann mit dieser Ampel, kann man sein Fleisch auch wirklich braten, was irgendwie komisch ist. Aber naja, egal, also diese Ampel, die leuchtet nicht wirklich. Aber ich finde, es ist richtig cool, wenn man eine Stadt bauen will oder sowas. Dann hat man eine richtig coole Möglichkeit, so eine Straßenanlage oder ein Straßennetz zu bauen. Und ja, genau, finde ich cool. Als nächstes die zwei Laternenarten. Und zwar haben wir hier als erstes die Glowstone-Laterne und einmal die Redstone-Lampen-Laterne praktisch. Die normale Redstone-Lampe, die aus ist, hat kein anderes Modell. Und wenn ich das hier mal einschalte, dann sehen wir schon, dann verändert sich das Ganze zu einer Laterne, die auch wieder so ein Holzkasten um sich herum hat, in Wirklichkeit einfach so eine Kugel ist und die Textur von einer Lampe hat eben, die leuchtet. Und es leuchtet auch wirklich, hier dieser Block leuchtet auch wirklich in der Nacht. Und ja, da gibt es noch einen kleinen Griff hier oben, damit es noch ein bisschen toller zu tragen ist und so weiter. Also als Straßenlaterne würde ich das auch richtig cool finden, hier so am Rand der Straße so ein bisschen. Finde ich toll. So, dann bleibt man einfach mal bei Laternen. Und zwar habe ich noch eine kleinere Laterne entworfen hier. Das ist in Wirklichkeit eine Kürbislaterne. Die kann man jetzt hier vorm Eingang zum Beispiel platzieren. Hier vor seiner Tür zum Beispiel. Dann kann man hier einen tollen Eingang machen, wo man eben durch diese kleinen Lampen da durchgehen muss. Und ja, genau, das leuchtet auch wirklich. Das ist nämlich eine Kürbislaterne, wie gesagt. Und die leuchten auch wirklich in der Nacht. Das finde ich auch noch richtig cool. Und genau, als nächster und letzter Block haben wir hier dieses Radio. Also dieses Radio, das kann man leider nur in eine Richtung aufstellen, weil es eine besondere Eigenschaft hat. Und zwar, ich kann jetzt hier einfach mal eine Schallplatte nehmen und hier drauf viel Rechtsklick machen. Denn das Ganze ist auch wirklich ein Plattenspieler. Also ich kann da wirklich auch CDs reinstecken, das wird dann abgespielt. Wenn ich draufklicke, kommen die wieder raus und ich kann es wieder einwerfen. Und ja, so haben wir eben einen Plattenspieler in Form eines Radios mit einem tollen Griff und einem tollen Knopf und tollen Lautsprechern. Und das ist alles toll und ach, wunderbar. Ja, das war es eigentlich auch schon im Grunde von diesem kleinen Video. Ich wollte euch mal einfach ein bisschen vorstellen, was ich hier so in Minecraft entwickelt habe oder an 3D-Modellen eben eingefügt habe. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für diese Sache, also man kann ja mit 3D-Modellen extrem viel machen, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Da würde ich auch dieses Resource-Pack, mit dem ich das hier verwende, auch zum Download bereitgeben und ein bisschen, jedes Mal ein bisschen erweitern mit euren Ideen eben. Und am Schluss haben wir dann ein richtig cooles Resource-Pack mit 3D-Modellen, wo man dann richtig cool mitbauen kann und so weiter, tolle Dekoration einfügen kann und so weiter. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!